Hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Wir spielen jetzt hier das doppelte Dilemma. Wir sind bei Episode 2. Don Andoria, es ist furchtbar. Die paranormalen Messwerte im Trugschloss steigen und steigen. Solange mein Paraskop derartige Kapriolen schlägt, kann ich das finstere Mondstück nie orten. Und um meinen Todassistenten mache ich mir auch Sorgen. Im Schloss befinden sich zahllose, wertvolle Ausstellungsstücke aus aller Welt. Ich habe einen Dot-Kurator ausgesandt, um ein Auge auf sie zu werfen. Aber meinen Messungen nach hat er gerade ganz andere Sorgen als zu arbeiten. Vielleicht weiß er ja sogar, wo die Geister das Finstermondstück versteckt haben. Und haltet den Haustürschlüssel diesmal gut fest, klar? Los geht's. Das war ja nicht so wirklich meine Schulter, ne? Alles klar, also die Wege hier sind auch gerade offen. Moment, da ist er drüber, ne? Nichts drin? Was für eine Sauerei. Aber ich glaube mal nicht, dass wir hier lang müssen. Da ist die Hundehütte und da ist doch irgendwas. Sind wir hier? Geht's nicht hin? Na, ich hab mich doch geblitzt, Dingst. Hier ist aber nichts. Sauerei. Dachte, hier wäre was. Ne? Okay. Also auf gut Deutsch. Hier scheint es nichts zu geben. Dann gehen wir doch mal rein. Oh. Okidoki. Wie ist der dunkel? Hallo? Und das hier? Fragst du für einen Freund? Was sind das da für Flecken? Ach, das sind die Tore, ne? Auf der Karte. Ich bin noch neu, oder? Ich frage mich, ob es hier irgendwas gibt. Hier auch nicht so, ne? Da ist bestimmt irgendwas. Irgendwas läuft ab. Was bist denn du?
Und mal kurz weg. Wie? Nein! Mist! Ihr Mistkäfer, ihr Blöden! Wissen nicht. Da komm raus. Was? Haben wir ihn erwischt? Moment. Kann ich dich... Ich würde mal sagen, mach's Maul auf. Stecken weg, ne? Ah, da haben wir doch was. Wollte ich das so? Da kann man was gießen. Allerdings brauchen wir zwar auch einen Eimer. Wasser hätten wir. Nehmen wir einen Eimer her. Naja, zumindest haben wir eine Truhe gefunden. Oh, das ist auch weit und breit Geheime. Wow! Alter! Mistkäfer, du! Wir schauen mal nochmal runter. Wie schaut es denn eigentlich in dem Wasserfall aus? Okay. Es führt mich hierher. Aber das war nicht die Rätselslösung, ne? Okay, schauen wir mal hier oben nach. Das Geld gespuckt. Die Gier zwingt mich hier zum Sammeln. Ey. Okay. Gar nichts gebracht. Ihr bringt auch nichts. Okay, ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber warte mal, da hinten hat es noch eine Tür gegeben. Und wie ist denn das hier eigentlich? Nee. Da gibt's eine Tür. Knochen. Schon mal gut. Ich weiß nicht, was er davon halten soll.
So, wir können geradeaus gehen oder wir gehen links und dann gibt es da nochmal was. Und da ist auch nochmal die Tür eingezeichnet. Die haben wir offen. Da kommen wir in den Garten. Okay. Wehrhaft. Luigi, wenn ich mich recht entsinne, befindet sich über dir eine Voxelstation. Finde sie, von dort aus kann ich den Todd zu mir zurücktransportieren. Ich hab den Todd noch einmal. Was ist denn eigentlich mit dir hier? Dachte ich kann den Dings da. Haben wir noch mehr? Was ist los? Gucken wir mal hier lang. Hey. Da gibt es aber recht viel zu erforschen, möchte ich mal sagen. Alter. Wie jetzt? Nix drin, okay. Okay, die wird von Geist beschützt. Na ja, klar. Oh, dann einmal auf. Kann ich den einmal wegsaugen? Nein. Oh, das können wir so machen. Mistkäfer. So, der ist weg. Da gibt's einen Eimer, aber ich... Aber ich glaube nicht, dass er ihn einmal mitnehmen kann. So, komm raus, wo immer du bist. Du bist, glaube ich, der Letzte hier, ne? Okay, können wir mal durchsuchen hier noch? Ne?
Hä? Warum? Gibt's da noch eine Lösung oder was? Ah, schau an. So wie es ausschaut, gibt es ja noch ein zweites Buch. Aber... wo soll das sein? Ich glaube, hier kommt noch ein Buch rein, ne? Dich mitnehmen kann. Tatsächlich. Kann ich die jetzt dann darüber mitnehmen? So, Quatsch, muss man erstmal kommen. Da ist mal eine Dorne. Ah, jetzt können wir die Pflanze wegkicken. Und wir haben den Topf. Uff, ah, irgendwie frische Luft. Wusste gar nicht, was für ein Mifin so ein Gemälde herrscht. Uliuchi, Tag auch. Mann, mit diesem Buß ist nicht zu spaßen. Allein dieses grauenhafte Gekicher. Hey, danke für die Rettung. Mein Freund ist auch irgendwo eingesperrt. Den müssen wir unbedingt finden. Bitte, der Professor hat ja nicht gesagt, dass wir zu zweit sind? Wundert mich eigentlich nicht. Er kann uns nie auseinanderhalten. Ob er farbenblind ist oder so? Los, Luigi, wir müssen meinen Kumpel retten. Der Buhu-Obermacker soll ihn in ein Gemälde eingesperrt haben. Das sagen sie zumindest. Er soll irgendwo in der Eiszeitausstellung stecken. Okay, das ist wenigstens mal der Hinweis. Ach, du kannst wieder nicht übers Wasser, oder was? Komm her. Du Knobbelnase. Aber jetzt kannst du selber wieder laufen, oder? Oh, Entschuldigung. Auf geht's. Aha. Zwei Stück erwischt. Das sind es dann mehr wie zwei. Das war noch nicht mehr. Gibt noch Kohle. Was hat denn der für Probleme? Okay, wir schauen sich jetzt mal den Raum an. Komm her jetzt. Du Stöpsel, du. Alter. Wenn ich sag, du kommst her, dann kommst du her. Ab neider. Gibt's eigentlich keine Besenkammer hier? Oh, oh. Oh, das ist auf der Toilette. Kannst du mir mal einen Gefallen, du? Sag mal hallo. Ah, ich weiß. Ja, mein Freund. Scheiße, es wird tödlich. Jetzt werde ich doch nicht so. War es noch nicht. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite noch irgendwie was ist.
Dich wollen sie doch gar nicht. Genau. Deswegen kann man auch wieder raus. Das heißt, hier müsste auch noch einer sein. Okay, du zuerst. Auf dich kann man verzichten. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Sind sie da oder? Gehen wir mal nach. Ach komm, du Stöpsel. Komm ein. Komm ein. Na, der Raum ist noch nicht erforscht. Ach, da ist doch noch was. Der ist schwarz durch den Geist. Links oben sehe ich auch Münzen. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie hier das. Ich sehe auch nichts. Okay, vielleicht finden wir es noch raus. Gehen wir mal oben entlang. Du zuerst. Jetzt sehen noch die Augen, oder? Irgendwie der. Ich kann da nicht auf den Sand laufen, oder was? Doch. Da ist ein Ballon oben in der Kiste. Das war, glaube ich, keine gute Option. Läuft uns ab. Der macht mich schon nervös. Ach, der ganze Sand wird abgelassen, oder? Da war was drin, oder? Was passiert hier? Hat sich schon mal gut. Bevor wir jetzt da irgendwie was machen, schauen wir mal da nochmal. Das sieht nach einem Fight aus hier. Die Mumien. Ach komm, jetzt kommen die Viecher auch noch oder was? Mal kurz hier weg.
ich wollte. Sehr schön. Aber hier gibt's nichts mehr, ne? Oh yeah. Come on. Okay. Nicht die blöde Frage. Da ist das Eisdingsbums da, ne? Waren wir da schon drin? Nö, ne? Halt. Nicht schon haben. Dann komme ich wieder zu einem Raum, da wo wir schon waren. Da fehlt mir ein Buch. Da müssen wir ein Buch herbringen. Ich glaube, da müssen wir rein. Aber ich würde gern das da lösen. So ist jetzt hier Küche. Da war doch vorher was anderes. Alter. Das war da vorher Klo. Da ist eine Pflanze dahinter. Da brauchen wir... Hat sie es nicht schlecht? Na nun. Okay, Bonusrunde. Oh, ist da rutschig. Das war doof. Da ist viel zu rutschig. Kann ich das nochmal machen? Nee, schade. Ich hätte andersrum laufen sollen. Ja, warte mal. Okay. Ich werde mal... Komm mal her. Komm, halt mal her, also ich blase anstatt zu saugen. Kann ich dich da zum Fressen zu denen reinwerfen? Vielleicht wird's dann übel. Oh, ich dachte, ich hätte dann vielleicht los. Gibt's da nichts? Gar nichts. Gibt doch keine Pflanze, ne? Und die Tür da ist fake? Jetzt mache ich keinen Aufstand. Ich will da jetzt nicht. Und jetzt? Schön, dass du dich freust. Ab jetzt. Okay.
Okay, wir gehen nochmal. Oder vielleicht kriegen wir jetzt da die Kiste. Das kann jetzt natürlich auch sein. Nachdem, dass wir da alles runtergefahren haben. Müssen wir mal ganz rüber. Da ist doch das Klo. Da muss irgendwer Geist sein. Keine Ahnung. Okay, schauen wir mal hier nochmal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da kann man nämlich nur darüber. Was haben wir hier? Was zum Gießen? Geht's uns da hin? Ist das ein Schatz? Wie kommt man dann da oben an die Kiste? Interessant. Okay. Come on. Hier bräuchte man auch einen Eimer oder Wasser. Das lässt sich aber, glaube ich, lösen. Schauen wir mal hier. Da wären wir eigentlich schon mal richtig. Warte mal, ich habe so. Okay. Oh, ich kann einen Rüssel ziehen. Geier bin ich jetzt hier. Ein Stern. Kann ich den auch dahin klatschen? Aber einer fehlt noch, dann habe ich ja. Ah, da. Lichter, oder? Nicht dran, nicht? Da ist er noch. Okay. Gibt's das? Oh! Jetzt hätte ich aber schon eine Frage, wie komme ich hier wieder weg? Die Frage hat sich, glaube ich, erledigt. Da ist aber eine Kiste da hinten, ne? Cool. Oh.
Wie kriege ich das auf? Da kommen wir wieder raus, ist schon klar. Und das da kann ich nicht machen, ne? Nein. Okay, dann. Genau. Dann müssen wir hierher. Dann brauchen wir den Eimer. So ein Scheiß. Oh, der ist ja weg. Lass uns sehen, was die blöde Blume getrapst. Den Eimer brauchen wir. So, den müssen wir in die Wüste bringen. Oh Mann. Wo bist denn du jetzt? Ach du Pfosten. Jetzt ist der Pfosten da oben, ey. Manchmal, aber auch wirklich. Ich werde so übers Knie legen. Eine Bildsuppe aus dem machen, oder? So, auf geht's jetzt. Okay, da müssen wir jetzt da hoch. Auf den blöden Eimer brauchen wir dann nicht mehr. Das ist alles? Ich dachte, es gibt was Sinnvolles. So was Blödes. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Sau. Okay, haben wir das auch? Ach, was der mir da für einen Affen macht oder was, ey? Geh doch nach Monkey Island oder so. Er steht neben dir. Stopft einen Ausguss oder so. So, jetzt können wir das da öffnen. Hab leider was Kohle. Okay, muss das Rätselslösung anders sein? Wie kommt man eigentlich nach oben? Da sind noch Ketten oder sowas. Kann ich dich da eigentlich? Ich brauche euch alle zwei, ne? Denke ich mir, brauche ich alle zwei. Vorher darf ich nicht noch oben. Komm her, du kleine Fitzlaus.
Mann. Also gut, wir müssen das mit dem Mammut irgendwie lösen. Wie ist denn das? Kann ich da... Ich kann dich da nicht reinschießen, ne? Mit der Taschenlampe erwärmen oder so? Nee, ne. Jetzt noch schauen mit der Taschenlampe geht ja auch nicht, ne? Wäre eine so blöde Idee gewesen. Vielleicht noch irgendwie Eingang oder so. Oh, toll. Nicht, dass ich dich für irgendwas brauche, aber ich weiß nicht, wie oder was. Und dann muss er hoch. Da habe ich da was übersehen. Dass ich da was mitnehmen muss. Aber da ist doch nichts, oder? Da ist gar nichts. Da ist irgendwo ein Loch. Laut Karte. Aber da ist nichts. Okay. Was ist das? Weil wenn ich da blase, dann kommt kalte Luft raus. Ich bin aber glaube ich alles gerade, ne? Ich habe aber auch nichts, wo ich sagen kann. Den brenne ich dagegen oder so. Da geht's ja nicht. Und die Fische verfüttern geht ja auch nicht. Ich bin ein kleines bisschen ratlos. Na, der will mir bloß einen Rüssel. Da ist ja auch nichts dran, ne? Nee, ich hab keine Ahnung. Entweder müssen wir was hierher bringen. Aber das Wasser bringt doch auch nichts, wenn wir es daher bringen, oder? Kannst du ja ausprobieren. Im Bücherraum war ja auch nichts. Achso, da oben liegt ja auch nichts rum, ne? Weil das da noch Buch ist oder so. Okay. Hey.
Okay. Dann haben wir es in den Eimer. Kann ich da runterspringen? Natürlich nicht. Das ist das Einzige, was wir jetzt da mal probieren können. Okay, geht nicht. Was war das? Wollt ihr jetzt gerade das Wasser tanken oder? Oh, nee, ist gar nicht bloß so blöder Effekt. Okay, vielleicht brauchen wir hier noch irgendwo Wasser. Und ich hab's übersehen. Da brauche ich das Buch, schon klar. Nee. Okay, ich sagte, lassen wir es mal hier. Ja. Ich würde mal sagen, ich überlege mir mal, was man machen kann oder wo es weitergeht. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Joho. Woo-hoo!